Mahlzeit. Also, schön 12 Stunden Pause gemacht. 10 leider bloß 9, aber ist egal. Jetzt ist es um 2, jetzt machen wir hier los. Fahren hier runter ins Werk abladen. Dann fahren wir nach Schleiz laden, nach Neckarsulm und dann ist Feierabend. Bloß damit ihr erstmal so grob Bescheid wisst. Und dann, naja, schauen wir mal, wie es läuft. Ich denke mal, heute sollte es ganz gut laufen. Ich habe in Schleiz schon angerufen, meine Ware ist so um 3:30 rum fertig, deswegen fange ich jetzt erst hier an. Wegen der Schichtzeit, wisst ihr ja, kennt ihr ja das Spiel. Jo, dann auf wie ins Getümmel. So, jetzt, ich muss nämlich hier ein bisschen ausholen, deswegen habe ich jetzt hier den Boom gemacht. Erst mal ein Stück rückwärts und dann den Boom gemacht. Ach Leute, ihr wundert euch, warum ich hier in voller Montur sitze, ne? Weil ich gerade draußen war, Abfahrtskontrolle gemacht habe und dann habe ich mir gesagt, da brauche ich mich hier nicht erst noch mal ausziehen, bis ich hier unten muss ich ja dann sowieso Jacke und Mütze und alles wieder anziehen. So. So, mal gucken, ob wir die Schranke noch kriegen. Nee, Schranke kriegt man nicht mehr. Schade. Na gut, dann eben nicht. So. Es ist vollbracht. Oh, hier haben sie eine Energiesparbirne drin. Schau an, schau an. Ach. Naja, haben wir das Leergut runter. Jetzt fahren wir nach Schleiz, gucken, ob die Ware fertig ist. Müsste man so 3:30 rum drüben sein, das müsste passen. Und dann drüben laden. Dann überlege ich, ob ich nach Bamberg fahre tanken oder ob ich gleich durchdüse. Oh, das werde ich sehen, wenn ich dann weiß, wie lange es gedauert hat mit dem Laden. So, jetzt sind wir ja leer, jetzt können wir über die Stauseebrücke fahren, über die gesperrte. Mal den schönen Ausblick auf Solburg an, von hier oben. Haben wir doch einen wunderschönen Ausblick. Da drüben ist Talsperre, da drüben ist Talsperre, da ist Solburg. Ach, was wollen wir mehr? Ich glaube, da drüben ist sogar ein Stück Vorsperre zu sehen oder sowas. Das ist die Brücke, wo wir dann drüber fahren. Ich weiß es nicht.
So, jetzt fahren wir doch gleich über die Stauseebrücke. Hier ist eine Bungalow-Siedlung. Ja, die Saale-Talsperre ist schon schön. Im Sommer. Jetzt im Winter weniger, aber im Sommer ist es schon schön. Gesperrt für 16 Tonnen. Und hier unten stehen sie gerne und blitzen. Beziehungsweise standen sie gerne, wo die 30 hier noch war. Jetzt ist, glaube ich, auf der Brücke sogar 50. Aber hier guckt schon der Fels raus in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr es seht da drüben. Also, die haben ganz schön Wasser abgelassen hier. Mein lieber Mann. Hier ist jetzt 30. Hatte Angst vorbeizufahren. Naja, macht nichts. So, sind wir doch durch Saalburg schon wieder durch. Ist auch ein schönes kleines Städtchen. Gefällt mir. Irgendwie. Hier muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich müsste mal waschen fahren. Mal gucken, wie es nächste Woche klappt, dass ich ihn dieses Jahr noch mal wasche, einen dicken. Das hat er sich verdient eigentlich. So, und hier links runter ist ein riesiger Großraumparkplatz. Da kann man auch schön mit dem LKW stehen. Da stehen im Sommer immer die Touristenbusse. Da kann man sich schön mit dem LKW hinstellen und übernachten. Da habe ich auch schon ein paar Mal gestanden. Puh, schon wieder müde. Ich habe halt bis um 9 Uhr geschlafen, ne? Habe ich euch das schon erzählt? Nee, ne? Dann erzähle ich es euch jetzt. Ich habe halt bis um 9 Uhr geschlafen. So, dann mal schauen, wie es aussieht. Also dann, meine Guten, bis nachher.
So, Freunde, fertig, 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 fertig. So, ich muss bloß zwischendurch mal noch eine Dreiviertelstunde Pause machen, weil A, komme ich mit meinen 6 Stunden Schichtzeit nicht hin und B, habe ich ja schon 38 Minuten drauf und sprach 4,5 Stunden bis Neckarsulm. Naja, was soll's. 21 Uhr sind wir auch kurz vor 10 Runden. Das passt dann schon. Kurz vor 10 sind wir unten. Und da haben wir dann schön 11 Stunden Pause. So, da fahren wir nämlich über Bamberg tanken und machen dort unsere Pause. Unsere Dreiviertelstunde. Ja, das war wieder Schufterei. Hier müssen wir alles mit dem Hubwagen an Ort und Stelle fahren, weil die bloß Stapler mit so kurzen Gabeln haben und da kriegen die das nicht hin. Und da stellen die das bloß mit dem Hubwagen auf die Kante und dann kannst du das mit dem Stapler auf die Kante und dann kannst du das mit dem Hubwagen hin und her schieben. Ne? Naja, was soll's, ist halt so. Kommt man wenigstens nicht aus der Übung. So, meine Guten. Jetzt tanken wir schnell. Machen in Bamberg eine Dreiviertelstunde Pause. Da werden wir gleich ein bisschen was essen. Ich habe noch lecker Nudeln. Ich hatte nämlich für 2 Tage Nudeln, habe aber erst für einen gegessen. Weil ich mir gestern in Ingolstadt einen Döner-Teller geleistet habe. Döner-Teller mit Reis, der war lecker. Da ist nämlich ein Türke da unten auf dem Parkplatz in Ingolstadt bei der Audi, der macht ganz lecker Döner-Teller. Ja, und da werde ich jetzt meinen zweiten Nudelpott essen. Und dann ziehen wir gar durch nach Neckarsulm. Dann ist schon wieder Feierabend bis morgen früh um 9:30 Uhr. Mal gucken, wie viele jetzt vor mir stehen. Aber ich muss tanken, sonst muss ich nämlich schon wieder auswärts tanken und das will ich nicht. Und da ich sowieso noch eine Pause machen muss, bietet sich das ja an.
Und uns läuft ja jetzt nichts davon. Wir müssen bloß bis um 10 Uhr unten sein in Neckarsulm. Aber das schaffen wir schon. Das wäre ja gelacht. Ja gut, 10:30 reicht auch noch, aber das ist dann schon echt knapp. 10:30. Aber das wäre so das Letzte. Weil 10:30 müssen wir stehen, dass wir dann auf 11 Stunden Pause kommen bis 9:30 früh. Schauen wir mal. Wie es aussieht. Ob dein Platz ist zum Pause machen. Nee, Platz zum Pause machen ist keiner. Das ist blöd. Aber an der Tankstelle steht auch keiner. Das ist gut. Und das Schild ist grün, das ist noch guter. Ja, mal gucken. So. Nun denn. So, meine Guten. Dreiviertelstunde Pause ist rum. Ein bisschen was gegessen habe ich. Aber ich habe jetzt bloß ein bisschen Brötchen gegessen. Die Nudeln hebe ich mir für nachher auf für Abend, wenn ich dann Ruhe habe. Dann esse ich die in aller Ruhe. Dann genieße ich die. Scheibenwaschwasser habe ich aufgefüllt. Und kurz vor 10 sind wir in Neckarsulm, wenn nichts dazwischen kommt. So, auf zum Endspurt. Die letzten Meter. Noch 2 Kilometer, dann sind wir da. Noch Parkplatz suchen und dann passt das schon.
So, komm, das Grün schaffen wir noch. Jawohl. Jawollo. Und wir fahren nicht immer schneller als 50. Wie sich das gehört. Ja, da kriegen wir schön 11 Stunden Pause. Passt schon. Gute Sache. Haben wir fein hingekriegt. Hätte mich schon ein bisschen geärgert, wenn wir heute wieder plus 9 Stunden Pause drauf gekriegt hätten. Jawollo, gib mal richtig Gas mit deinem Kipper. Ach ja. Schönen Weihnachtsbaum haben sie hier stehen. Ich habe ihn im Spiegel gesehen hier. So, mal gucken, ob auf der Geraden was ist. Wenn nicht, dann biegen wir gleich ab zum Parkplatz. Ja, auf der Geraden müsste ich aber dann andersrum stehen. Das ist kacke, weil das die falsche Neigung ist. Außerdem ist auch gar nichts frei. Alles voll. Alles voll hier. Vor allem die PKWs dürften hier gar nicht stehen. Das ist nämlich hier Linksspur, LKW-Spur. LKW-Parkspur ist das. Steht auch extra ein Schild dran. Parkverbot ausgenommen, Lieferverkehr LKW. So, naja, schauen wir mal. Irgendwas werden wir schon finden. Und wenn wir uns hinter die anderen quetschen, ist dann auch nicht das Problem. So, dann gucken wir mal. Oh oh. Hier stehen schon wieder Baumaschinen auf den Parkplätzen. Sag mal, tut denn das Not? Alter. Das muss ja nun auch nicht sein. So, da stellen wir uns hier hinter. Schieben wir hier gerade hinter. Uns auch nichts draus. Da stand ich ja auch schon. Ganz dicht dran hier. So, meine Freunde, das war's für heute. Also, wir haben das richtig schön geschafft. Halt, hier wackelt was. Nein, ihr seid nicht betrunken. Ich habe gewackelt. Also, wir haben das jetzt hier richtig schön geschafft. Bis kurz vor 10. Das heißt, um 9 haben wir 11 Stunden Pause drauf, halb 10 haben wir Zeitfenster.
alles gut. Ja, jetzt werde ich meine restlichen Nudeln essen, die ich eigentlich vorhin essen wollte. Und dann husch in die Heier. Keinen Wecker stellen, von alleine wach werden. Also meine Lieben, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Und falls ich es gestern nicht gesagt habe, sage ich es jetzt nochmal. Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Ist der blöd, der Kerl. Alter, und stellt euch mal vor, das Schlimme ist, ich muss es mit dem 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr aushalten. Christus in der Platte, kein Wunder, dass ich blöde bin. Also dann, schlaft gut, träumt was Schönes. Morgen 9:30 Uhr, wisst ihr Bescheid. Tschüss, gutes Nächtle.